Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gibt's den Lesemonat September für euch. Ich muss kurz überlegen. Ja, der September ist irgendwie schon wieder rum. Wir haben Oktober und das heißt, ich präsentiere euch heute alle Bücher, die ich im September gelesen habe. Es waren insgesamt 14 Stück für die Statistiker unter euch. Es waren dieses Mal tatsächlich 5 E-Books und 9 Printexemplare, die ich euch jetzt vorstellen möchte. Wie immer habe ich sie hier auf meinem Tisch liegen und werde das Ganze eigentlich nicht chronologisch durchgehen, aber ich starte direkt, weil es gerade oben drauf liegt, mit dem ersten Buch, mit dem ich in den September gestartet bin. Das habe ich auch im August schon angefangen und deshalb ist der September relativ zeitnah mit dem ersten gelesenen Buch gestartet. Das war nämlich Midnight Chronicles Nachtschwur. Das ist der finale Band der Midnight Chronicles Reihe von Laura Kneidel und Bianca Iosivoni. Da die Laura oben steht, seht ihr direkt, dass dieser Band von der Laura geschrieben wurde. Es ist das Finale, wie bereits erwähnt, in dem dann halt so alle offenen Fragen und alle offenen Storystränge quasi beantwortet wurden. So, ich habe hier auch noch die Charakterkarten drin. Also das ist Jules und das ist Harper. Um die zwei geht es nämlich in diesem Band. Es war ja bei der Reihe so, dass Bianca die Bände 1, 3 und 5 geschrieben hat und die Laura die Bände 2, 4 und 6. So. Die Bianca hat alle 3 Bände über Roxy und Shaw geschrieben und die Laura hat in jedem ihrer Bände ein neues Pärchen quasi aus dem Schattenuniversum, nenne ich es jetzt mal, oder aus dem Hunter-Universum, ja, vorgestellt und deren Geschichte erzählt. Hier geht es wie gesagt um Harper und Jules. Ich möchte jetzt nicht so viel spoilern, weil, ja, es ist halt der finale Band und in den Bänden 1 bis 5 ist schon sehr, sehr viel passiert. Ich kann einfach nur sagen, dass ich mit den beiden Protagonisten eigentlich am wenigsten gut klargekommen bin, beziehungsweise ich die beiden am wenigsten mochte, leider. Das finde ich im Finale halt relativ schade. Aber dadurch, dass es Finale war, hat am Ende nochmal jeder Protagonist aus den ganzen Büchern so einen kleinen Auftritt bekommen. Das fand ich halt wiederum sehr, sehr gut. Das Buch ist, glaube ich, auch das dickste der Reihe. Es hat knapp 500 Seiten. Und ja, meiner Meinung nach hätte es auch 100 weniger vertragen können. Oder, ja, nicht ganz 100, aber bei Laura ist es halt echt so, dass am Anfang immer viel Geplänkel kommt. Dieses, was bisher geschah, finde ich immer gut, um Gottes Willen. Aber bei Laura habe ich immer so das Gefühl, die Geschichte braucht, bis sie in die Gänge kommt. Und das ist am Anfang immer sehr, sehr zäh. Und das hat mir, glaube ich, auch den zweiten Band so versaut, wo ich dachte, oh, der erste war, ja, okay. Der zweite war so, Und deshalb haben wir ja gesagt, dass wir den dritten erstmal hören und dann gucken, ob die Reihe halt weiterhin hier einziehen darf. Ja, insgesamt finde ich die Reihe gut. Die Geschichte hat mir gefallen. Manche Sachen hätte ich nicht gebraucht, anderes hätte ich mir dafür mehr gewünscht. Aber ja, an und für sich ist es eine gute Reihe und ich würde sie zum Beispiel auch Fantasy-Anfängern empfehlen, weil es jetzt nicht so hochtrabende Fantasy ist. Es ist einfach eine schöne Geschichte und wenn man mal den roten Faden gefunden hat, dann lässt sie sich auch super, super leicht lesen. Machen wir weiter mit einem E-Book, das ich gelesen habe und das ich euch auch schon dreimal in die Kamera gehalten habe, gefühlt. Ich spreche von Autumn in Your Eyes von Elle Ellis. Es ist ja der erste Roman von ihr, der erschienen ist bei Impress. Es ist ihr Debütroman quasi und ich habe mich total gefreut, als sie, ja, mich gefragt hat, ob ich ihn vorab lesen möchte. Ich bin ein großer Fan, gerade jetzt im Herbst, von diesen Slow-Burn-Romance Büchern. Daher habe ich mich auch schon sehr gefreut. Ich hatte das Print tatsächlich auch schon vorbestellt und es ist immer noch nicht da. Ich muss mal nachhören, wo es da hängt, weil das Buch ist, glaube ich, am 26.09. erschienen und
Ja, ich habe es halt bei Kraft vorbestellt als signiertes Exemplar. Und ich habe auch zu Elle gesagt, ich kann kein Foto machen, weil das Buch immer noch nicht da ist. Ich habe die Rezension auf dem Blog online und ich habe auch schon für Instagram einen Post vorbereitet und dachte, ja, das E-Book ist halt ein bisschen früher erschienen und das habe ich ja auch gelesen. Aber das Problem war, dass auf meinem Tablet die Farbe vom Cover gar nicht gut rüberkam und ich gesagt habe, du Elle, ich warte mit Foto machen auf das Printexemplar, weil das da sieht nichts aus. Und das Buch hat mir echt so gut gefallen, dass ich da auf jeden Fall einen schönen Post für machen möchte. Und ja, das Buch ist leider Stand jetzt immer noch nicht da. Wir haben jetzt den 1. Oktober. Ich kann euch ja sagen, wann ich das Video drehe. Wir haben den 1. Oktober und das Buch ist immer noch nicht da und es ärgert mich auch ein bisschen, weil ich es gerne im Regal stehen hätte. Aber ja, was willst du machen? Kommen wir aber einfach mal zum Inhalt und zu meiner Meinung. Es geht ja um Autumn, die nach dem Tod ihrer Großmutter auf diese kleine Insel Cozy Island zieht und dort dem Surfschullehrer Sam begegnet. Sie weiß halt noch nicht so genau, was sie mit ihrem Leben anstellen möchte. Will jetzt erstmal das Cottage-Bisschen aufräumen und renovieren, damit sie es halt vermieten können für Touristen und so weiter und so weiter. Da geht halt das Leben auf der Insel weiter und es nimmt sie so ein bisschen in Beschlag. Das würde ich jetzt so als Story zusammenfassen. Ich fand, dass Elle einen sehr, sehr nicht blumigen Schreibstil hat. Also sie beschreibt sehr viele Dinge. Also man kommt in das Cottage rein und es wird gefühlt jeder Winkel beschrieben. Sie kommt ins Café rein, jeder Winkel des Cafés wird beschrieben. Von der Farbe der Kissen zu wie sieht die Gardinenstange aus und sind die Fenster geputzt, so nach dem Motto. Ich muss gerade auf mein Fenster gucken, das muss ich nämlich langsam putzen, deshalb war das gerade ein sehr gutes Beispiel. Ja, sie hat halt sehr, sehr viel Beschreibungen und Details drin, die erwähnt werden. Und das, finde ich, macht auch ihren Schreibstil aus. Es ist, wie gesagt, eine Slow-Burn-Romance-Geschichte. Das heißt, da passiert nicht so viel Spannendes, Spektakuläres, aber es ist einfach schön zu lesen. Also ich habe mich total wohlgefühlt in Cozy Island. Ich würde tatsächlich persönlich selbst dorthin fahren, wenn es diese Insel geben würde, weil ich nach dem Beenden des Buchs dachte, das klingt alles so schön. Und dass Autumn halt auch ein Favorite oder so ein Hang zum Backen hat, fand ich natürlich auch klasse. Ich bin ja ein bekennender Schokoholiker und ich glaube, mit Autumn hätte ich mich auch sehr gut verstanden. Alles in allem kann ich an dem Buch echt nichts aussetzen. Ich habe es von der ersten bis zur letzten Seite geliebt. Ich habe ihr halt auch geschrieben, dass es mich total an mein Buch erinnert. Ich habe irgendwie sowas im letzten Satz geschrieben. Es hatte die totalen Love Me Girl Vibes. Und dieses Buch habe ich ja auch geliebt. Und dann so ein Klammer, haha, ich habe es ja auch geschrieben, das muss ich ja jetzt sagen. Nee, es hat mich, in so ein paar Momenten hat es mich echt an Love Me Girl erinnert, weil, ja, Sam ist ein Surfschullehrer und ja. Bei mir geht es halt auch um Surfen. June und Pex sind Surfer. Dann halt dieses ganze Setting, dieses ganze Feeling, dieses Wohlfühl-Feeling hat mich halt auch total dran erinnert. Dann ist eine Szene bei mir im Buch, wo die zwei halt zu einer Tierrettungsstation fahren und eine Schildkröte oder zwei Schildkröten retten. Sowas kommt in dem Buch halt auch vor. Und dann dachte ich halt so, ja, es ist einfach mein Love Me Girl im Herbst. Mein Buch spielt ja im Sommer. Es ist einfach Love Me Girl im Herbst. Und deshalb muss ich es auch einfach lieben. Das nächste Buch, das ich gelesen habe, habe ich euch auch schon im Neuzugänge-Video vorgestellt. Erinnerst du mich, wenn ich vergessen will? Ich bin ja seit letztem Monat Stammblogger beim Vajona Verlag und habe da Zugriff auf gefühlt alle Neuerscheinungen, die ich mir einfach nehmen kann und lesen kann. Und ja, ich habe mir als erstes dieses Buch ausgewählt, weil mich der Klappentext total angesprochen hat und weil es einfach der erste Band einer Reihe war. Das andere Buch, das zur Verfügung stand, war halt schon der zweite oder dritte Band und da hätte ich dann erst die anderen lesen müssen und das war dann ein bisschen doof. Deshalb habe ich mich für dieses hier entschieden und habe es auch nicht bereut. In dem Buch geht es um Connor und Holly. Er hat sie vor 7 Jahren einfach sitzen lassen.
und ist abgehauen, ohne eine Erklärung abzugeben, ohne alles. Und ja, ließ sie zurück mit 1000 Fragen. Sie hat natürlich ihr Leben weitergelebt und es sind einige Dinge passiert. Sie hat dann auch seinen besten und ihren besten Freund quasi geheiratet. Und ja, Connor ist nie über sie hinweggekommen und sie ist eigentlich auch nie über ihn hinweggekommen. Es ist halt so eine Second-Chance-Geschichte, würde ich jetzt einfach mal sagen. Eines Tages kommt er dann zurück in sein Heimatstädtchen und ja, meines Erachtens hat er erwartet, dass jeder so sofort sagt, yay, da bist du wieder, komm her, wir haben dich so vermisst, hast du alles gut gemacht. So kam es mir manchmal rüber, weil er nicht immer ganz so einsichtig war. Und er hat dann, als er auf Holly traf zum Beispiel, so gemacht, hey, und alles klar, gut siehst du aus. So, in diese Richtung ging das Ganze. Und ich dachte nur so, wenn ich jetzt Holly gewesen wäre, ich hätte ihm erstmal eine gefeuert. Also ich hätte kein Wort mit dem gesprochen. Und Holly ist auch so richtig, ja, schlagfertig, bitchy und geigt ihm auch die Meinung. Das Problem ist halt, dass Connors bester Freund quasi sein Pflegebruder war. Er wurde halt damals in die Familie aufgenommen, weil er nicht so ein gutes Elternhaus hatte, nenne ich es jetzt einfach mal. Details werde ich nicht verraten. Und ja, dann haben die drei halt immer zusammen rumgehangen und waren halt so ein Dreiergespann. Da war es halt dann auch nicht verwunderlich, dass, wenn der eine geht, Holly plötzlich mit dem anderen anbändelt. Aber, ohne jetzt zu viel zu verraten, da steckt viel, 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 viel mehr dahinter. Und wenn man das weiß, dann hat man es auch verstanden. Aber natürlich sollte man erstmal auf eine andere Fährte gelockt werden. Sagen wir es mal so. Alles in allem, ja, war mir Connor manchmal ein bisschen zu, ja, ist doch egal, ich bin jetzt wieder da und das ist alles, was zählt. Aber er hat halt auch so seine Momente, wo er um Holly kämpft und das fand ich dann wiederum richtig schön. Holly ist und bleibt mein Favorite-Charakter in der Geschichte und auch die Momente mit ihrer Tochter als jetzt Alleinerziehende haben mich halt so ein bisschen nicht getriggert, aber ich fand das richtig schön, wie, ja, sie sich um die Kleine gekümmert hat. Und da war auch so ein Moment, wo sie sie ins Bett gebracht hat und da saß ich hier und habe einfach geweint, weil es einfach so schön war. Und ich freue mich auch schon ganz arg auf die Fortsetzung. Dann durfte ich im Drachenwinkel Buchclub, wie ich bereits schon mal in meinem Neuzugänge-Video erzählt habe, die Leserunde zu Fake von Arno Strobel leiten. Das ist ein Psychothriller, wie es hier steht. Und ja, das gehört eigentlich nicht unbedingt auf meine Leseliste. Aber es hat mich total gecatcht vom Klappentext her. Und ich sage schon die ganze Zeit zu Tatjana, wir müssen endlich mal einen Thriller lesen. Und jetzt ist es geschehen, Leute, es ist geschehen. Ich habe ihn gelesen und ich fand ihn richtig gut. Ich fand ihn richtig, richtig gut. Und am Ende saß ich echt da und dachte so, pff, mind blown. Jetzt ist aber, ja, der Witz dran, dass Arno Strobel-Fans und Thriller-Fans sagen, das ist eins seiner schwächeren Bücher. Das heißt, wenn das hier für mich schon so pff war, will ich nicht wissen, wie die anderen sind. Das heißt, ich werde demnächst mal ein anderes davon von ihm lesen. Ich werde mal bei Instagram vielleicht eine Umfrage starten, was ihr Arno Strobel-Kenner und Fans sagt, welches von ihm ich unbedingt lesen muss. Ja. Aber kommen wir wieder zu dem. Es geht um einen jungen Mann, einen Ehemann, der plötzlich beschuldigt wird, eine Frau ermordet zu haben. Sage ich jetzt einfach mal. Er sitzt am Frühstückstisch mit seiner eigenen Frau und plötzlich kommt die Kripo rein und sagt, ja, du hast da jemanden ermordet. Komm mit ins Kitchen. So nach dem. Ja, und er versucht halt, seine Unschuld zu beweisen, aber es tauchen halt immer mehr Beweise auf, dass er schuldig ist. Und er sagt aber, ey Leute, ich war's nicht, und rast durch die Stadt, um Beweise zu sammeln, dass er es tatsächlich nicht war. Wie gesagt, ich habe selten ein Buch gelesen, das mich so gefesselt hat, also so positiv und negativ gleichzeitig gefesselt hat, weil ich mich einerseits so aufgeregt habe, dass ihm keiner glaubt und mich dann in die Lage versetzt habe, was wäre, wenn mir das passieren würde und mir würde keiner glauben. Ich würde amok laufen. Ich würde, glaube ich,
Ich würde entweder nur noch heulen oder mich daheim einbunkern oder einfach sagen, da nimmt mich mit, damit der Scheiß ein Ende hat. Ja, alles in allem, ich bin ab sofort echt begeistert. Wir wollten eigentlich auch noch ein Insta-Live machen, aber da hat er sich noch nicht dazu geäußert. Ich habe ihm jetzt mal geschrieben, ob das noch stattfindet, I don't know, aber haut einfach mal bei Instagram vorbei. Da werdet ihr es auf jeden Fall erfahren, ob das Insta-Live-Q&A noch stattfinden wird. Das nächste Buch, das ich gelesen habe, hat auf jeden Fall Potenzial, auf meine Jahres-Highlights-Liste zu kommen. Ich spreche nämlich von Dark Sigils, was die Magie verlangt, von Anna Benning, übrigens die Autorin von Vortex, für die, die es nicht wissen. Ich werde auf jeden Fall auch, nachdem ich das gelesen habe und es so gefeiert habe, die Vortex-Reihe auf meine Wunschliste setzen, beziehungsweise die ist da schon drauf, aber wird noch ein bisschen höher rutschen. In der Welt, die Anna hier erschaffen hat, ist vor 15 Jahren auf einmal Magie in der Welt aufgetaucht. Es gibt auf einmal einen Mirror, es gibt Mirror London und normale London. Das ist quasi eine gespiegelte Version vom originalen London, in dem aber auch ja, magiebegabte Menschen leben, nenne ich es jetzt einfach mal. Und Rain ist aber aus normalem London, kann aber anhand oder mit Hilfe von diesen Sigils, die sie sich als Armbänder oder Ketten oder Ringe oder sonstigem anlegen können, Magie nutzen. Da gibt es dann verschiedene Arenen, wo man quasi schwarz kämpfen kann. Und Rain möchte halt mit ihrer besten Freundin Lily aus der Vormundschaft ihres, ich nenne es mal Pflegevaters, entkommen und macht halt an solchen Kämpfen mit, um Geld zur Seite zu legen für ihre Flucht. Das ist so der Einstieg in die Geschichte. Natürlich geht etwas schief, da müssen wir jetzt nicht drüber reden. Und Rain erfährt etwas, was sie nicht wusste und was quasi ihre ganze Welt auf den Kopf stellt. Sie reist nach Mirror London und ja, wird in eine ganz neue Welt eingeführt. Und ich fand dieses ganze Konzept von Mirror London eigentlich mega cool. Es gibt halt einen Mirror Lord, der über dieses London herrscht. Es gibt eine Zusammenstellung von sieben Weisen. Da hat jeder ein bestimmtes Sigil, die nennen sich halt die Dark Sigils und mit denen wird quasi die Welt beschützt. Und Rain soll halt jetzt den Umgang mit ihrem Sigil lernen, weil sie halt, ja, von dem, was sie nicht wusste, überrannt wird. Sagen wir es mal so. Ich muss das Buch mal ablegen, das ist super schwer. Ich fand es richtig, richtig angenehm zu lesen. Ich würde jetzt mal sagen, es ist nicht so eine Einsteiger-Fantasy wie Midnight Chronicles. Es hat schon mehr Komplexität. Aber dadurch, dass Anna so entspannt schreibt, also wirklich so frei von der Leber weg, hat es sich halt auch total leicht lesen zu lassen und war total verständlich bei High Fantasy oder allgemein bei höherer Fantasy habe ich ja am Anfang immer so 3 Fragezeichen über dem Kopf und denke so, ich werde die Geschichte niemals verstehen. Aber hier war der Einstieg wirklich super leicht zu finden. Und Rain ist auch eine super coole Protagonistin. Also ich habe sie sehr gemocht. Es gibt super viele Plot-Twists. Ich sag mal, das große Finale habe ich kommen sehen. Aber das hat mich auch nicht gestört, dass es so ein bisschen vorhersehbar war. Aber ich bin jetzt sehr gespannt, wie es denn weitergeht, weil wir mit diesem großen Cliffhanger enden. Und ja, das ist ja bei mir immer so, ich hasse Cliffhanger. Ich hasse sie wirklich sehr. Aber ich liebe sie einerseits auch, weil man dadurch so viel Bock hat auf den nächsten Band. Und ich glaube, der ist noch nicht mal geschrieben. Also ich habe die Accounts mal so ein bisschen durchstöbert. Da ist noch gar nichts von erwähnt. Vielleicht schreibt sie den auch gerade erst. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ja, denke ich mal, dass wir da noch ein bisschen drauf warten müssen. Bei dem nächsten Buch bin ich Ivi und Maren maximal mit auf den Keks gegangen.
Ich habe nämlich ständig ins Bloggerportal reingeguckt und habe gesagt, ich habe es angefragt und es steht immer noch auf Prüfung. Ich spreche nämlich von The Way You Crumble. Da hat der Pinguin Verlag wirklich ganz, ganz lange drauf warten lassen, uns Bloggern Bescheid zu sagen, ob wir es lesen dürfen oder nicht. Also ob wir es als Rezensionsexemplar bekommen oder nicht. Und ich habe jeden Tag reingeguckt und habe immer zu Maren geschrieben und zu Ivy. Wir haben da so eine Gruppe noch von den Raven Boys. Es ist immer noch auf Prüfung und sobald irgendjemand irgendeine Info hatte, kam dann direkt in der Gruppe, ja, der und der hat's schon genehmigt gekriegt. Und je länger unsere Bücher dann noch auf Prüfung standen, desto nervöser waren wir, dass wir es doch nicht kriegen sollen. Aber Spoiler-Alarm, wir haben es beide bekommen und ich habe es geliebt. Ich habe den ersten Band ja schon geliebt, wo halt Bookstagram irgendwie so ein bisschen zwiegespalten war, aber ich finde die Reihe einfach so toll. Ich finde die Charaktere toll. Hier geht es ja um Echo und Alexis, zwei Charaktere, die ich im ersten Band schon total faszinierend fand, weil sie halt so, ja, extrem sind. Echo ist so eine Drogensüchtige, nenne ich es jetzt einfach mal, und Alexis spricht nicht, weil er ein Trauma zu verarbeiten hat. Und diese beiden Hardcore-Charaktere zusammen in eine Geschichte zu packen, fand ich richtig krass, richtig gut. Ja, Echo fängt dann halt auch an, im Prisma zu arbeiten, das Restaurant von Alexis Eltern. Und ja, wird dann mit ihm zusammen quasi in die Patisserie gesteckt und lernt dort auch ihre Liebe zu Desserts und Kuchen etc. kennen. Und da sind wir wieder bei Desserts und Kuchen, wie bei Autumn in Your Eyes. Das ist genau mein Wetter, das ist meine Welt, ich liebe es. Ich habe auch super gern die Szenen gelesen, in denen die beiden zusammen gebacken haben. Und die beiden, das sind einfach zwei so krasse Charaktere und die haben sich gegenseitig so gut getan. Es hat einfach maximal Spaß gemacht, das zu lesen. Und ich bin auch schon sehr gespannt auf den letzten Band. Der ist ja auch schon im Bloggerportal angezeigt, aber das wird noch dauern, bis der kommt. Ich werde da vermutlich auch mein Glück versuchen, weil ich die Reihe einfach total schön finde. Ich muss mal gucken, ob bei der Bücherbüchse noch die Erstausgabe, also die erste Bandauflage ist als Limited Edition Hardcover. Gab es mal in der Juni- oder Juli-Bücherbüchse, glaube ich. Und bin die ganze Zeit schon so am Überlegen, kaufe ich es nicht. Jetzt werde ich mal gucken, ob es den zweiten Band auch in einer Limited Edition Hardcover-Variante gibt. Dann werde ich mir einfach beide zulegen und vielleicht werde ich dann einfach Band 1 und 2 hier verlosen. Muss ich mir mal überlegen. Ich habe hier nämlich noch einen Stapel mit Büchern, die ich gern verlosen möchte, aber habe es noch nicht geschafft. Das Gewinnspiel zu starten. Das nächste Buch habe ich euch im Neuzugänge-Video auch schon gezeigt. Kingdom of the Wicked, die Königin der Hölle, ist der zweite Band der Kingdom of the Wicked-Reihe und schließt quasi nahtlos an den ersten Band an. Es geht weiterhin um Emilia, es geht weiterhin um den Höllenfürsten Wrath. Die beiden sind mittlerweile quasi an seinem Hof angekommen. Sie wurden, Achtung Spoiler, in Band 1 ja aneinander gebunden quasi, ihre Seelen aneinander gebunden, nenne ich es jetzt mal. Und Emilia ist halt immer noch, ja, fest entschlossen, den Mord an ihrer Schwester aufzuklären und muss dann halt im Reich der Höllenfürsten ihr Leben ab sofort bestreiten erstmal und findet dort einige Informationen über ihre Vergangenheit. Und darum geht es eigentlich auch so das ganze Buch. Sie muss dann halt so ein bisschen in ihrer eigenen Vergangenheit wühlen. Und da gibt es Sachen, von denen sie nichts wusste. Und ja, Highlight des Ganzen ist für mich nach wie vor der Höllenfürst. Also er hilft ihr da auch sehr und kümmert sich um sie, ist aber einerseits auch so richtig arschig zu ihr. Und ja, man weiß halt nie so genau, ist er jetzt gut, ist er böse, ist er gut, ist er böse. Und genau dieses Spielchen macht das Buch auch so interessant. Er sagt ihr natürlich auch nicht die volle Wahrheit und ja,
es ist einfach total schön, den beiden zuzugucken. Und wenn sie sich dann gerade so anzicken, dann spürt man trotzdem dieses Knistern in der Luft, weil, ja, Wrath ist halt einfach hot as hell. Und da kann auch eine kleine Hexe wie Emilia nicht wegschauen. Das geht nicht. Aber es hat total Spaß gemacht, den beiden zuzugucken. Und für mich ist Wrath auch ein super starker Charakter. Und ich bin auch sehr gespannt, wie die Geschichte mit den beiden weitergeht. Das Buch endet nämlich mit einem richtig, ja, schönen Cliffhanger, möchte ich jetzt einfach mal sagen. Also ich fand ihn total genial. Und das finale Buch, das wird so badass. Da freue ich mich schon richtig drauf. Ich glaube, das wird Drawn of Glass-like. Jetzt zieht sich's hier immer weiter zu. Also wenn die Qualität des Videos heute nicht so gut ist, es ist hier übelst bewölkt und schüttet. Ich habe schon die Softbox an, aber es wird einfach maximal dunkel hier im Raum gerade. Es tut mir echt sehr, sehr leid. Aber meine zweite Softbox ist kaputt. Ich werde mich jetzt wahrscheinlich umstellen auf ein Ringlicht. Also falls ihr da irgendwelche Vorschläge habt, welche Ringlichter gut sind, dann dürft ihr mir die gerne mal in die Kommentare schreiben oder bei Instagram schicken. Ich bin da nämlich noch ein bisschen ratlos, was ich mir da kaufen möchte und kann da mal euer Schwarmwissen gebrauchen. Machen wir aber weiter mit dem nächsten Buch. Ich durfte nämlich den finalen Band der Aurora-Reihe lesen und ich bin ein absoluter Fan dieser Reihe. Ich habe gerade gestern noch einen Post dazu auf Instagram verfasst, wie toll diese Reihe ist. Also wer noch kein Buch von Jay Kristoff gelesen hat, der weiß jetzt nicht unbedingt, von was ich spreche, aber der Humor dieses Autors ist einfach unschlagbar. Ich habe noch keine 3 Seiten in diesem Buch gelesen und habe mich schon kaputt gelacht. Am Anfang der Reihe kommt immer so ein bisschen, was bisher geschah. Und dieses, was bisher geschah, wird von Magalan erzählt. Magalan ist so eine Art kleiner Computer. Ich habe immer gesagt, es ist wie so ein Pokédex bei Pokémon, ja, der den Squad 312 begleitet. Und ich feiere den. Also das ist eigentlich so mein Favorite-Charakter, obwohl es kein wirklicher Charakter ist. Macht das Sinn? Macht, glaube ich, keinen Sinn, wenn man die Bücher nicht gelesen hat, aber es ist so. Ja, wir begleiten halt unseren Squad, unseren Chaoten-Squad weiterhin durch die Galaxis. Es ist halt so, dass sie gegen das Raham kämpfen. So eine Art, ja, ich nenne es mal rankenbewuchertes Individuum, das die ganze Galaxis einnehmen möchte. Und da es mal wieder ein dritter Band ist, muss man echt aufpassen, was man dazu sagt. Weil, ja, manche von euch wollen ja vielleicht noch Band 1 und 2 lesen. Auf jeden Fall, ich sag mal so, es geht um unseren Chaoten-Squad, der dazu auserwählt ist, die Galaxis vor dem Raham zu retten. Und durch diverse Zeitsprünge und Geschehnisse versucht, in die Geschichte einzugreifen. Ich sag's jetzt einfach mal so. Das beschreibt so ganz, ganz grob, um was es in der Reihe und in dem Buch geht, weil man merkt richtig, dass Dinge, die in Band 1 und 2 passiert sind und damals gar keinen Sinn gemacht haben, plötzlich Sinn machen, wenn man den dritten Band in der Hand hält. Das auf dem Cover ist übrigens Finian, einer der Squad-Chaoten, nenne ich es jetzt mal. Ich finde, dass die beiden, also Amy Kaufman hat da ja noch mitgeschrieben, da was ganz, ganz Großartiges erschaffen haben. Und jeder, der die Reihe kennt, den ich kenne, liebt die Reihe. Ich habe noch kein einziges schlechtes Wort über diese Reihe gehört. Ihr dürft mir das gerne aber mal sagen, wenn ihr irgendwas nicht gut findet. Ich habe letztens auch versucht zu benennen, wer mein liebster Charakter ist. Und dann habe ich mit dem einen angefangen, da habe ich gesagt, ja, Ori. Und dann meinte ich so, nein, Cal. Nein, Tyler. Also ich bin mir unschlüssig, wer es ist. Ich sage jetzt einfach Magalan, weil der kein richtiger Charakter ist. Aber ich empfehle euch einfach von tiefstem Herzen, dieses Buch zu lesen, weil einfach nur toll, 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 toll. Das nächste Buch habe ich euch auch schon ein paar Mal in die Kamera gehalten. You Color My Soul von Annie Thorne. Und es war für mich tatsächlich auch das erste Buch, das ich von ihr gelesen habe. Sie hat ja doch schon ein paar auf den Markt gebracht, aber bisher hatte ich sie noch nicht wirklich auf dem Schirm.
das hat sich jetzt geändert, weil ich ihren Schreibstil total mochte, weil ich ihre Geschichte total mochte. Sie war so ein, ja, für mich ein Vorreiter in den Herbst, weil ich gesagt habe, so, ich brauche jetzt irgendeine gute herbstliche Story, um quasi in der dritten Jahreszeit anzukommen. Und genau das hat dieses Buch geschafft. Und genau das hat dieses Buch geschafft. Der Untertitel ist ja Pumpkin Spice und Kastanientiere. Und beides kommt auch in dem Buch vor, ohne das jetzt groß zu spoilern. Wir begleiten nämlich unsere Protagonistin Ellie, die sich beim Kastanientiere-Basteln verletzt und quasi, ja, ich nenne es jetzt mal, wie er im Buch genannt wird, Dr. Grumpy Daniel versorgt, verarztet wird. Sie ist halt so ein wandelnder Wirbelsturm. Also ich glaube, diese Frau wird mit Ende 30 unter der Erde liegen, weil sie gefühlt keinen Schritt machen kann, ohne zu stolpern, zu fallen, sich zu verletzen, sich irgendwo anzustoßen oder sonstiges. Also in diesem Buch waren, glaube ich, mindestens 30 Möglichkeiten, dass diese Frau gestorben wäre, wenn nicht irgendjemand sie aufgefangen hätte, sie sich irgendwo abgestützt hätte oder sonstiges. Ich fand's mega witzig. Da muss man als Autor halt auch die Kurve finden zu, ich darf nicht zu wenig passieren lassen, dann gilt sie nicht mehr so als Tollpatsch. Und es darf nicht zu oft passieren, sonst denken die Leute, oh ja, es ist jetzt auch mal gut. Ich finde, Annie hat da einen richtigen schönen Mittelweg gefunden und Ellie war für mich einfach ein Highlight, auch wie sie auf ihrer Arbeit mit den Kindern umgeht. Da war so ein kleines Mädchen, um das sie sich gekümmert hat, als Pflegemama, sag ich mal. Also sie hat so eine alte Villa gekauft und nimmt dort Pflegekinder auf. Die Einrichtung heißt Little Giants und ich fand das so schön, wie diese Arbeit mit den Kindern beschrieben wird. Es sind halt alles Kinder, die aus schlechten Verhältnissen kommen, die können dort dann quasi leben, erfahren, was Liebe ist. Die basteln zusammen Kastanientiere, sie malen. Es gibt dann auch Besuchstage für die Eltern. Also es ist eine richtig coole Sache, die Annie da beschrieben hat, weil sie halt auch so mitten aus dem Leben stammt. Ja, die Geschichte dreht sich halt auch hauptsächlich um diese Kinder, um diese Einrichtung und um die Beziehung zwischen Ellie und Daniel. Er ist halt so, wie der Name Dr. Grumpy schon sagt, so ein Grumpy und sie ist halt so ein Sonnenschein und das ist ja auch so ein Trope, das mir richtig gut gefällt, also Grumpy meets Sunshine. Und es hat einfach so viel Spaß gemacht, die beiden zu beobachten, wie sie quasi ein bisschen Fröhlichkeit in sein Leben bringt und er ihr manchmal auch so ein bisschen Ernsthaftigkeit vermittelt. Also richtig, richtig tolle Geschichte und es ist jetzt mitten Herbst. Wenn ihr also ein Buch lesen wollt, das euch in Herbststimmung versetzt, das so richtig Herbst-Vibes mitbringt, dann müsst ihr Annies Buch lesen, weil, ja, Liebe, 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 Liebe. Last but not least kommen wir zu den letzten 4 Büchern, die ich in diesem Monat gelesen habe. Warum erwähne ich die zu viert? Weil es 4 Bücher einer Reihe sind, nämlich die Secret Book Club Reihe. Da habe ich ja irgendwann im Anfang des Jahres Band 1 dank euch gelesen, weil ihr quasi das Voting dazu, ja, bestimmt habt. Und habe gesagt, oh, ich muss unbedingt die Reihe weiterlesen, die ist so witzig. Hab's aber nicht getan und jetzt ist der 5. Band im September erschienen. Ich durfte ihn vom Verlag aus lesen und habe das als Anlass genommen, nachdem die Zusage kam, dass ich Band 2, 3 und 4 dann im Vorfeld auch noch lese. Und ich glaube, ich hatte schon Band 2 durch und 3 zur Hälfte, als dann 5 hier eingezogen ist. Dementsprechend hinke ich ein bisschen hinterher mit Rezensieren. Da werde ich jetzt nachher noch die Rezension schreiben, weil ich vorher einfach noch nicht dazugekommen bin, auch wenn ich das Buch schon vor ein paar Tagen beendet habe. Aber, nein, eigentlich habe ich es vorgestern beendet. Aber ihr wisst, was ich meine. Ich kam noch nicht dazu, die Rezension zu schreiben. Aber ich möchte euch jetzt erzählen, um was es in den Büchern geht. Wie der Name The Secret Book Club schon sagt, geht es um einen Buchclub, der von Männern geführt wird. Und das ist für mich auch das Highlight aller Geschichten gewesen. Also es geht in jedem Band quasi um einen Mann dieses Buchclubs. Und natürlich tauchen die anderen auch immer wieder auf. Es ist eine große Clique, es sind viele Freunde und
ich persönlich habe die Szenen immer gefeiert, wenn die Jungs des Buchclubs zusammen waren. In einem Band waren sie quasi Wellness machen im Spa. Und ich habe hier gesessen, ich habe mich kaputt gelacht, weil überall, wo diese Jungs sind und plötzlich über, ich sage es mal, Frauendinge reden, da lachst du dich einfach kaputt. Da war eine Szene, das muss ich jetzt leider spoilern, in einem Spa. Und dann sagten sie, ja, wenn wir uns rasieren lassen, müssen wir uns dann nackig machen. Und dann so, ja, ich glaube schon. Und dann, ja, aber warum? Und was ist, wenn ich pupsen muss? Ja, du pupst ja auch nicht beim Sex, oder? Dann sagen zwei ja und andere nein. Und dann so, wer hat hier ja gesagt? Also so ist dieser Humor. Und ich habe mich einfach schlapp gelacht über die Bände. Ich werde jetzt auch gar nicht genau auf die Storys aller Bände eingehen. Das würde jetzt einfach auch den Rahmen sprengen. Es ist einfach, ja, ein Träumchen, diese Reihe zu lesen. Ich kann sie auch wirklich nur jedem empfehlen. Es ist, wie gesagt, hier geht es um Braden Mac, hier geht es um Noah und Alexis, hier geht es um Vlad und hier geht es um Colton. Also alle Männer, die auch alle unterschiedlicher nicht sein könnten. Der eine ist einfach ein Geschäftsmann, der andere ist ein Country-Sänger, der eine ist Footballer und spielt in der NFL, die anderen, ich glaube zwei sind Baseballspieler und spielen im bekannten Verein. Einer, der Russe, spielt Eishockey. Also ich kann euch sagen, dass das hier ein Weihnachtsband ist, der jetzt erschienen ist, war eigentlich mein Liebster, weil ich der totale Weihnachtsfan bin und es geht darum, das Mädchen in der Geschichte zu entcringen und das ist voll mein Ding. Und ich hatte auch schon voll die Weihnachtsvibes, obwohl es jetzt eigentlich erst Herbst ist. Das hier ist für mich der schwächste Band, weil ich mit der Russin da nicht zurechtgekommen bin. Aber das sind persönliche Dinge. Irgendwie bin ich mit der nicht warm geworden und da waren auch so viel, ja, Thriller-Momente drin und Verschwörungsmomente und das hat mir irgendwie nicht so gefallen. Aber der fünfte hat es dann wieder rausgerissen und die Reihe ist einfach, ja, ich würde nicht sagen eine Herzensreihe, aber wenn ihr was Lustiges lesen wollt, dann müsst ihr diese Reihe auf jeden Fall auf eure Wunschliste packen. Das geht leider nicht anders. Ihr Lieben, das war mein Lesemonat. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß bei dem Video wie ich beim Drehen. Ich habe mich tatsächlich sehr, sehr oft kaputt gelacht und musste oder werde das jetzt auch erstmal rausschneiden müssen. Ich würde mich jetzt von euch verabschieden. Das Video wird wahrscheinlich schon wieder lange genug und hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Tschüss!